Auf dieser Plattform habe ich jetzt schon wieder 1.943,60 Dollar verdient. Zum Beispiel bei diesem Produkt hier habe ich insgesamt eingenommen 1.333,04 Dollar, bei diesem Produkt hier 171,27 Euro, wieder 131,53 Euro und das Ganze wieder und wieder und wieder mit unterschiedlichsten Arten von Produkten. Auf dieser Plattform hier zum Beispiel kann ich Geld verdienen mit jeder einzelnen Umfrage, kann zum Beispiel bis zu 5 Euro pro Umfrage bekommen und ich möchte euch viele weitere Plattformen heute hier zeigen, die wirklich seriös sind, auf denen ihr langfristig online Geld verdienen könnt. Und vor allen Dingen sind es Plattformen, auf denen ich auch selbst Geld verdiene und das mit meinen eigenen Produkten. Ich möchte euch zeigen, wie ihr diese Produkte auch erstellen könnt und wie ihr dann langfristig über solche Websites hier Einnahmen generieren könnt. Falls ihr also auch, wie zum Beispiel ich in diesem Fall hier, 1.943,60 Dollar verdienen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran und bis gleich nach dem Intro. Es ist heutzutage extrem wichtig, sich mehrere Einnahmequellen aufzubauen. Wenn ihr nur eine einzige Einnahmequelle habt und die Plattform ändert sich oder schmeißt euch aus irgendeinem Grund, dann wird natürlich diese Einnahmequelle für euch wegfallen und ihr müsst nochmal bei Null anfangen. Ich weiß noch, als ich vor ungefähr 9 Jahren mit meinem ersten Unternehmen startete, da hatten viele Leute gesagt, warum konzentrierst du dich denn auf mehrere Dinge? Warum baust du mehrere Einnahmequellen auf? Und viele von den Leuten, die mich damals fragten, warum ich das Ganze mache, sind heute nicht mehr unternehmerisch tätig, weil einfach ihr Businessmodell nicht mehr existiert, beziehungsweise ihr Businessmodell ist nicht mehr profitabel, sie sind nicht mehr auf den Plattformen unterwegs, die Plattformen haben sich geändert oder sind vielleicht nicht mehr so profitabel, wie sie es damals tatsächlich waren. Genau deswegen ist es so extrem wichtig, dass ihr jetzt, sobald irgendwie möglich, nicht nur eine Einnahmequelle aufbaut, sondern ruhig 2 oder 3 oder 4. Fangt mit einer Einnahmequelle an, aber sobald diese ordentlich aufgebaut wurde, sollte man auf jeden Fall probieren, mit möglichst wenig Aufwand eine zweite Einnahmequelle aufzubauen. Heute in diesem Video möchte ich euch insgesamt wieder 4 neue Plattformen vorstellen, auf denen ihr Geld verdienen könnt und ich denke, für viele von euch könnte das eine tolle erste Einnahmequelle sein, wenn nicht vielleicht sogar eine tolle zweite, dritte oder vierte Einnahmequelle. Also viel Spaß damit. Wie genau habe ich also diese 1.943,60 Dollar verdient und vor allen Dingen, wie habe ich diese Produkte erstellt, die mir dann tatsächlich immer wieder solche Einnahmen generieren, wie zum Beispiel 1.333 Dollar oder 171 Dollar. Bevor ich euch diese Einnahmequellen vorstelle, habe ich auch nochmal eine kurze Bitte an euch. Nämlich ihr wisst, dass ich hier auf dem Kanal regelmäßig natürlich neue Inhalte für euch publiziere und ich würde mich unfassbar freuen, wenn ihr vielleicht diesem Video hier einen Daumen nach oben geben könntet. Und wenn ihr wollt, auch gerne diesen Kanal abonnieren. Ein Button dazu befindet sich unter diesem Video. Einfach einmal kurz auf den Abonnieren-Button draufklicken und dann auch nochmal auf die Glocke draufklicken, damit ihr keines von meinen neuen Videos mehr verpasst. So, und jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Womit genau verdiene ich dieses Geld hier? Ihr seht hier, dass das unterschiedliche Produkte sind. Zum Beispiel hier, wie komplett NFT und Cryptocurrency Wealth Building Masterclass Bundle oder hier the 2023 Creative Writing Course Bundle oder hier the Complete E-Commerce Bundle. Und ihr werdet vielleicht euch wundern, aber das Ganze hat tatsächlich etwas mit der Zeitung Entrepreneur zu tun. Viele von euch haben vielleicht schon mal vom Entrepreneur Magazin gehört. Es handelt sich dabei einfach nur um ein gigantisches Magazin, in dem vor allen Dingen Business-Artikel publiziert werden. Und hier zum Beispiel haben wir einen Artikel Discover What It Takes to Scale an Online Business. Und siehe da, wenn ihr jetzt hier nach unten scrollt, fällt da komischerweise mein Name. Nämlich hier Leon Chautari und da drüber steht If you need a little help getting your Business off the ground, the complete online business bundle can help. Und ihr hattet, glaube ich, eben gerade das bereits hier unten gesehen, die complete online business bundle. Dieses Produkt hat mir hier schon wieder 123,80 Dollar gemacht. Es geht vor allen Dingen hier um Stack Commerce. Stack Commerce ist eine Plattform, auf der ihr dafür bezahlt werdet, eure Produkte über ein Distributionsnetzwerk zu verkaufen. Und ich persönlich habe Folgendes gemacht, nämlich ich habe mich an diese Plattform hier gewendet, schon vor einigen Jahren. Ich meine, das müsste so im Jahr 2020 oder sowas, aber nicht sogar schon früher gewesen sein. Und seitdem publiziere ich meine Kurse über deren Websites. Das Ganze funktioniert wie folgt. Ich habe diese Produkte hier hochgeladen. Man kriegt praktisch einen Direct Access zur Plattform Stack Skills. Und ihr seht hier praktisch, das sind die Produkte, die ich hochgeladen habe. Und diese Produkte werden integriert in größere Bundles. Und das sind diese Bundles, die ihr hier seht, zum Beispiel das E-Commerce-Bundle, Online-Business-Bundle und so weiter und so fort. Und was dann Stack Commerce macht, ist, sie nehmen eure Produkte und publizieren diese Produkte auf unterschiedlichsten Websites. Zum Beispiel gibt es dann ein Bundle, das angeboten wird über die Zeitung Entrepreneur und die kriegen also ihren kleinen eigenen Online-Store, der sich dann zum Beispiel Entrepreneur Store nennt und in diesem Store befinden sich dann die Kurse und diese können gekauft werden. Und hier zum Beispiel sieht man sehr schön, das hier sind alles Kurse, die ich ja hochgeladen habe und diese Kurse werden in diesem Bundle hier angeboten.
Zum Beispiel hier sieht man es wieder, 65 Lessons, 25 Lessons und immer daneben Leon Chautari, Leon Chautari, Leon Chautari. Das heißt, in diesem Bundle habe ich praktisch alle Kurse hier unterrichtet. Das heißt, immer wenn hier ein Sale generiert wird, dann kriege ich davon meinen Cut. Und jeder von euch kann das Ganze auch machen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Online-Kurse habt, dann könnt ihr diese jederzeit über Stack Commerce anbieten. Ihr kriegt dann einen Zugang zur Plattform Stack Skills, ladet hier eure Produkte hoch und sobald ihr es getan habt, werden Bundles geformt und diese Bundles werden dann auf allen möglichen Online-Zeitungen angeboten und dafür kriegt ihr dann bei jedem einzelnen Sale Geld. Und das ist es tatsächlich schon. Die nächste Einnahmequelle, die hat es aber auch wirklich in sich. Diese Plattform hier, die denke ich mal, kennen vielleicht schon einige von euch. Wenn ihr sie noch nicht kennt, dann müsst ihr auf jeden Fall jetzt dranbleiben. Übrigens, wenn euch genau solche Methoden gefallen, dann gebt doch gerne diesem Video hier einen Daumen nach oben. Schon mal vielen, vielen Dank dafür. Also, was genau ist Abtipper? Ich denke, wir können schon praktisch aus dem Namen irgendwie ablesen, nämlich wir sollen etwas abtippen. Na klar, wir sollen eine Transkription erstellen. Das heißt, wir sollen das abtippen, was eine Person in einer Audiodatei gesagt hat. Und das Ganze funktioniert wie folgt, nämlich wir gehen hier auf abtipper.de, scrollen ganz nach unten und hier unten haben wir dann die Möglichkeit, auf Jobs drauf zu klicken und dann werden wir weitergeleitet zu diesem Part hier. Wir müssen zuallererst mal ein Bewerbungsformular einreichen, dazu klicken wir hier oben auf Jetzt bewerben als Abtipper, dann kriegen wir ein paar Probeaufgaben und wenn denen unsere Ergebnisse gefallen, dann können wir direkt loslegen und können über die Plattform hier Transkriptionen durchführen und werden dafür bezahlt. Also klicken wir einfach mal drauf, auf Jetzt bewerben und dann werden wir zu Easy Generate weitergeleitet und hier können wir dann unseren Account anlegen und wenn wir, wie gesagt, gut genug sind, werden wir auf der Plattform angenommen und können dann direkt innerhalb von der Plattform uns Deals nehmen, können die arbeiten und können dadurch Geld verdienen. Wenn ihr aber sagt, ich bin vielleicht nicht so daran interessiert, hart zu arbeiten, in Anführungsstrichen, weil das Abtippen von Dingen ist meines Erachtens doch schon einiges an Arbeit, dann gibt es diese Plattform hier für euch, die, denke ich mal, könnte sich wirklich lohnen. Ihr kriegt hier 5 Euro für jede einzelne Umfrage oder bis zu 5 Euro für jede einzelne Umfrage. Und der durchschnittliche Nutzer, also sag jetzt mal nicht unbedingt der Top-Nutzer, noch nicht der schlechteste Nutzer, hat gestern 10 Euro verdient. Das ist der Durchschnitt an einem Tag. Und das ist natürlich wirklich nett. Diese Plattform hier nennt sich Prime Opinion. Und ich habe euch mal die Plattform in der Videobeschreibung drin verlinkt. Wenn ihr auf den Link in der Videobeschreibung draufklickt, dann werdet ihr weitergeleitet genau zu dieser Seite. Und hier müsst ihr auch hin. Das heißt, hier könnt ihr dann eure E-Mail-Adresse eintragen oder könnt ihr einfach registrieren mit Google oder mit Facebook. Und wenn ihr das über meinen Link macht, dann kriegt ihr automatisch Geld geschenkt. Ihr müsst nichts dafür tun, einfach nur auf den Link in der Videobeschreibung draufklicken, hier hingehen, eure E-Mail-Adresse eingeben und dann auf Weiter draufklicken und dann werden euch einige Fragen gestellt, so ganz grundlegende Fragen zu euch selbst und dann könnt ihr schon direkt mit Umfragen auf der Plattform loslegen. Ich habe mich mal eingeloggt, so sieht das Ganze hier aus, zum Beispiel hier beste Übereinstimmung, dann kriege ich hierfür 14 Punkte, bei vielen anderen Umfragen kriegt man zum Beispiel 34 Punkte, 137 Punkte, 43 Punkte und so weiter und so fort. Und in meinem Fall zum Beispiel habe ich jetzt gerade hier auf der Plattform 200 Punkte und wenn ich dann möchte, kann ich mir das Geld ausbezahlen lassen in Form von zum Beispiel PayPal-Guthaben. Ich kann natürlich auch Gutscheine nehmen. Ich persönlich bin großer Fan immer von PayPal-Guthaben, weil dann kann ich ja mit dem Geld machen, was auch immer ich möchte. Das heißt, man kriegt einfach ganz entspannt eine Auszahlung auf das eigene PayPal-Konto und da ist es übrigens völlig egal, ob das ein ganz normales persönliches PayPal-Konto ist oder ob das ein Business-PayPal-Konto ist. Geht beides, dann müsste ich also jetzt nicht nochmal extra irgendwie ein Business-PayPal-Konto oder sowas anlegen. Euer ganz normaler privater PayPal-Account reicht hier aus. Man sieht es auch, die Live-Auszahlung, das sind die ganzen Auszahlungen, die jetzt gerade hier getätigt werden. Nonstop werden Auszahlungen gemacht und die Plattform an sich hat auch wirklich Top-Bewertungen auf Trustpilot und ich gehe davon aus, dass ihr hier wirklich einiges nochmal an Geld extra verdienen könnt. Also, Link dazu ist in der Videobeschreibung drin. Und dann die letzte Plattform ist die Plattform Naga. Und hier wollte ich noch mit euch drüber sprechen, vor allen Dingen aus folgendem Grund, nämlich die Statistiken sehen wieder richtig gut aus. Für die Leute, die sich vielleicht über die letzten Wochen ein bisschen mit den Märkten beschäftigt haben, ihr werdet wissen, dass natürlich der US 30 über die letzten Tage, über die letzten Wochen, über so die letzten Monate stark nach unten gegangen ist. Und jetzt geht er wieder richtig ordentlich nach oben und wir konnten viele, viele von unseren Long-Positionen schließen, ohne extrem viele neue Short-Positionen aufzumachen. Deswegen schauen wir gerne mal hier in die Statistiken rein. Jetzt haben wir schon einen realisierten Gewinn von $4,670.06 bei den offenen Trades gerade mal nur noch 3.800 und das sind fast alles Long-Positionen und natürlich geht derzeit der US 30 nach oben, das heißt diese Zahl hier wird immer, immer kleiner und ich bin wirklich ziemlich happy drüber, weil in den nächsten Wochen, denke ich mal, wird das wieder extrem gut aussehen. Ich denke schon jetzt ist es eine Top-Performance und ihr könnt auch gerne euch das selbst anschauen. Geht dazu einfach auf meinen Account drauf bei Naga. Wie genau funktioniert das Ganze? Es handelt sich hierbei um eine Copy-Trading-Plattform. Das heißt, ihr könnt hier direkt Top-Trader kopieren, zum Beispiel meine Wenigkeit, indem ihr auf den Auto-Kopieren-Button draufklickt. Ihr müsst einfach nur auf den Link in der Videobeschreibung draufklicken. Sobald ihr es getan habt, klickt ihr dann hier auf Erste Schritte drauf. Dann könnt ihr hier euren Account anlegen. Das ist selbstverständlich
selbstverständlich komplett kostenfrei. Und dann, wenn ihr auf meinen Account drauf geht, das könnt ihr übrigens finden, indem ihr hier links oben nach Leon Chatari sucht, ohne Freizeichen, ohne Bindestrich, einfach zusammengeschrieben, Leon Chatari, dann werdet ihr direkt diesen Account hier sehen und hier könnt ihr dann bei euch unten auf den Autokopieren-Button draufklicken und damit meine Trades kopieren. Ich bin natürlich jetzt hier in meinem persönlichen Account eingeloggt, genau deswegen wird jetzt bei mir kein Button hier angezeigt, aber einfach auf Autokopieren draufklicken und schon könnt ihr meine Trades übernehmen und euch dadurch auch ein passives Einkommen aufbauen. Deswegen ein Link zu Naga befindet sich in der Videobeschreibung drin und auch nochmal natürlich ein Link zur Plattform Prime Opinion, wenn ihr euch direkt hier das erste Einkommen aufbauen wollt. Gut, das war's dann tatsächlich heute schon wieder hier für dieses Video. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.